22. Juni 2002, Leawood, Kansas, USA. Alexandra Elizabeth Camp, von allen nur kurz Ellie genannt, ist Studentin an der Kansas State University. Die 19-Jährige hat gerade ihr erstes Jahr am College absolviert und mit Auszeichnung bestanden. Nun ist sie für die Sommerferien wieder in die Kleinstadt Leawood zurückgekehrt, wo sie aufgewachsen und zur Highschool gegangen ist. Sie wohnt für die Ferien bei ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder Tyler. Außerdem verbringt sie viel Zeit mit ihrem festen Freund Phil. Die beiden sind zusammen zur Schule gegangen und schon seit 5 Jahren ein glückliches Paar. Ellie liebt ihre Heimatstadt und die Menschen dort. Da sie in den Ferien etwas Geld verdienen möchte, hat sie sich also einen Job als Aufseherin und Bademeisterin im örtlichen Freibad ausgesucht. Auch Tyler und Phil arbeiten dort. Die drei lösen sich in einem Schichtsystem ab. Ellies Leben ist beschaulich und verläuft bisher ohne Probleme, bis zu diesem Tag. Der 22. Juni ist für die junge Frau eigentlich ein ganz normaler, schöner Tag, doch sie ahnt noch nicht, welche schreckliche Wendung er nehmen wird. Um 14 Uhr geht sie zur Arbeit, um Phil abzulösen. Das Pärchen umarmt sich kurz und verabschiedet sich dann, nicht aber ohne sich für den Abend zu verabreden. Um 17 Uhr soll Ellies Schicht vorbei sein. Dann hat sie noch genügend Zeit, um sich für das Date fertig zu machen. Ihr Bruder Tyler soll sie dann ablösen. Als Tyler um 17 Uhr ankommt, ist er jedoch erstaunt. Im Verwaltungsgebäude des Schwimmbads liegen zwar Ellies persönliche Sachen, aber von Ellie selbst ist nichts zu sehen. Tyler ruft nach seiner Schwester und sieht sich um, ob er sie irgendwo findet. Nachdem er 15 Minuten gesucht hat, ohne etwas von Ellie zu sehen oder zu hören, wächst in ihm die Unruhe. Er ruft seinen Vater, Roger Camp, an, der zum Glück gerade zu Hause ist und in wenigen Minuten am Freibad sein kann. Roger hat sofort ein ungutes Gefühl. In Windeseile macht er sich auf den Weg zum Schwimmbad, wo ein inzwischen auch sehr aufgeregter Tyler ihn am Tor empfängt. Von Ellie fehlt immer noch jede Spur. Zusammen durchsuchen Vater und Sohn jetzt das gesamte Gebäude und das gesamte Gelände. Ellie bleibt weiter verschwunden. Eine Möglichkeit, wo sie sein könnte, gibt es noch. Im Pumpenraum. Mit einem sehr mulmigen Gefühl öffnet Roger die Tür und geht zusammen mit Tyler hinein. In dem Raum ist nichts zu sehen, bis auf ein riesiges Chaos. Sachen liegen wild durcheinander geworfen herum und auf dem Boden befindet sich eine halb aufgerollte Plane. Bei näherem Hinsehen trifft die beiden Männer der Schock. Aus der Plane guckt ein Bein heraus. Das Herz schlägt Roger bis zum Hals, als er nun die Plane abrollt. Was zum Vorschein kommt, hätte er am liebsten nicht gesehen. Direkt vor ihm liegt seine Tochter Ellie, völlig regungslos, über und über voller Hämatome, blutverschmiert und mit eindeutigen Abdrücken am Hals. Roger will es nicht wahrhaben. Er zieht seine Tochter an sich und redet auf sie ein. Du musst kämpfen, komm zurück zu mir. Aber Ellie kommt nicht zurück. Fassungslos starren Ellies Vater und ihr Bruder auf den leblosen Körper der 19-Jährigen. Nach ein paar Momenten des Schocks greift Roger zum Handy und wählt den Notruf. Am Telefon sagt er: Ich glaube, meine Tochter wurde ermordet. In den nächsten Minuten schauen wir uns an, wie Ellie Camp gestorben ist, wer sie umgebracht hat und warum es ihrem Vater zu verdanken ist, dass der Täter gefunden wurde. Wenn du keine spannenden Fälle mehr verpassen möchtest, dann kannst du diesen Kanal gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Vielen Dank für deine Unterstützung. Starten wir mit dieser kurzen Dokumentation. Obwohl Roger am Telefon die Worte ausgesprochen hat, die offensichtlich die grausame Realität zu sein scheinen, hofft er noch immer, dass seine geliebte Tochter ins Leben zurückkehrt. Kurz nach dem Anruf kommen ein Rettungswagen und die Polizei. Die Sanitäter stellen fest, dass Ellie tatsächlich noch nicht ganz tot ist, aber es ist nahezu aussichtslos, dass sie überleben wird. Trotzdem tun die Einsatzkräfte ihr Bestes und bringen Ellie auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus. Dort wird alles versucht, um ihr Leben zu retten, doch kurz nachdem Ellie in der Klinik angekommen ist, erliegt sie ihren schweren Verletzungen. Ellies lebloser Körper tritt die Reise in die Gerichtsmedizin an, denn es ist nicht zu übersehen, dass die junge Frau einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Währenddessen erhält Ellies Familie, allen voran ihr Vater Roger, die niederschmetternde Nachricht über Ellies Tod. Alle sind fassungslos. Die junge Studentin wurde mitten aus dem Leben gerissen, ganz plötzlich und ohne dass irgendetwas darauf hingedeutet hätte. Niemand kann sich erklären, warum Ellie sterben musste. Genau das versucht nun die Polizei herauszufinden und vor allem auch, wer die 19-Jährige umgebracht hat. In der Gerichtsmedizin wird festgestellt, dass Ellie zusammengeschlagen wurde. Ihr ganzer Körper ist mit schweren Prellungen und Platzwunden übersät.
Es sieht jedoch ganz danach aus, als hätte sich die junge Frau tapfer gewehrt und um ihr Leben gekämpft. Einige ihrer Verletzungen, insbesondere an den Händen, sind eindeutig Abwehrverletzungen. Sie hat offensichtlich mit aller Kraft versucht, den Angreifer wegzudrücken und möglicherweise auch zurückzuschlagen, denn mehrere ihrer Finger sind gebrochen. Ellie war dem Täter jedoch nicht gewachsen, zumindest nicht, als er anfing, sie zu würgen. Ihr Hals weist starke Würgemale auf. Laut Gerichtsmedizin wurde Ellie so intensiv gewürgt, dass sie keine Überlebenschance hatte. Das Ergebnis der Obduktion ist also klar. Ellie Camp wurde ermordet. Die Tat muss zwischen 15 Uhr und 17 Uhr geschehen sein, denn um 15 Uhr hat Ellie noch mit einer Freundin telefoniert und um 17 Uhr, als Tyler ankam, war sie nicht auffindbar. Wer sie umgebracht hat und warum er das getan hat, liegt jedoch weiterhin im Unklaren, denn an Ellies Körper wird keine fremde DNA gefunden. Angesichts der heftigen Auseinandersetzung ist das erstaunlich. Der Täter muss entweder sehr gründlich seine Spuren verwischt haben oder ein sehr großes Glück gehabt haben. Für die Ermittler bedeutete es so oder so, dass sie im Dunkeln tappen. Ihre Hoffnung bleibt, am Tatort Hinweise zu finden. Vor allem finden sie dort ein heftiges Durcheinander. Der Anblick des Pumpenraums spricht wie Ellies gebrochene Finger dafür, dass die junge Frau sich bis aufs Letzte gewehrt hat. Der Kampf muss kreuz und quer durch den ganzen Raum gegangen sein. Hier etwas zu finden wird schwierig, doch die Ermittler durchkämmen jeden Zentimeter des Chaos und nehmen alles mit, was auch nur irgendwie hilfreich sein könnte. Sie packen sogar eine herumliegende Verschlusskappe ein, die wohl von einer Salbentube aus dem Erste-Hilfe-Kasten stammt. Die Beamten ahnen noch nicht, dass genau diese kleine Kappe einen riesigen Wert für die Ermittlungen besitzen wird. Während die mitgenommenen Sachen nun akribisch im Labor untersucht werden, kümmert sich ein Team von Ermittlern darum, mögliche Zeugen und Verdächtige zu befragen. Da inzwischen auch Reporter am Tatort eingetroffen sind, hat sich eine große Menschenmenge im Freibad versammelt. Das trifft sich gut für die Polizei, denn so haben sie etliche Leute auf einem Haufen, von denen sie vielleicht Hinweise bekommen können. Vor allem hoffen die Ermittler, dass der Täter unter den Schaulustigen ist, denn sie wissen, dass Mörder oftmals an den Ort ihrer Tat zurückkehren, um sich anzusehen, wie ermittelt und berichtet wird. Leider bleibt der ersehnte Erfolg aus. Unter den Anwesenden hat keiner hilfreiche Tipps. Weder die Badegäste, die während der Tatzeit im Schwimmbad waren, noch die anderen Mitarbeiter haben etwas von dem Mord mitbekommen, obwohl Ellie sicherlich geschrien hat. Vermutlich ist der Pumpenraum zu weit abgelegen von dem Badegelände und es war kein anderer Mitarbeiter im Gebäude. Es scheint auch, als wäre der Täter nicht unter den Anwesenden. Die Ermittler nehmen von allen die Personalien auf, dann aber bleibt ihnen nichts anderes übrig, als wie üblich in Ellies Umfeld zu ermitteln. Sie befragen nach und nach alle Menschen, die Ellie kannten, angefangen bei denen, die ihr am nächsten stehen. Ihr fester Freund Phil und ihre Familie. Abgesehen davon, dass keiner von ihnen ein Tatmotiv hätte und alle in tiefer Trauer sind, haben sie auch wasserdichte Alibis oder können zumindest glaubhaft erklären, dass sie nichts mit dem Mord zu tun haben. Nun bleiben noch Ellies Freunde und alle Menschen aus der Stadt, mit denen sie Kontakt hatte. Es erscheint absurd zu vermuten, dass jemand Ellie umbringen wollte, denn sie war überaus beliebt. Sie war ein sehr freundliches Mädchen mit einer sozialen Einstellung und einer Lebensfreude, die alle ansteckte. Trotzdem müssen die Ermittler ihrer Routine nachgehen und alle Personen, die theoretisch in Frage kommen, als Täter in Betracht ziehen. Alle Befragungen ergeben jedoch nur eines. Jeder, der Ellie kannte, ist schockiert über ihren Tod. Bei keiner der Befragungen ergeben sich Verdachtsmomente und niemand hat eine Idee, wer der Täter sein könnte. Einen Hinweis bekommen die Beamten aber doch. Die Gärtner erinnern sich an ein fremdes Auto, das am Tag des Verbrechens vor dem Schwimmbadgebäude stand. Es war ein alter, beigefarbener Ford Pickup. Jetzt haben die Ermittler immerhin einen Anhaltspunkt und geben eine öffentliche Meldung heraus, in der sie um Hinweise bitten, wer dieses Auto fährt. Tatsächlich treffen mehrere Tipps ein, die aber nutzlos sind. Dennoch gibt es in diesen Tagen einen Durchbruch in den Ermittlungen, denn Ellies beste Freundin Laurel erinnert sich an etwas. Sie hielt an dem Nachmittag des Mordes mit ihrem Auto vor dem Schwimmbadgebäude, um Ellie zu überraschen. Laurel hupte draußen wie wild herum, weil sie einen Scherz plante. Sie dachte, Ellie würde herauskommen, um zu sehen, wer da so einen Lärm macht. Aber Ellie kam nicht heraus. Stattdessen verließ ein Mann das Gebäude. Laurel hatte ihn noch nie zuvor gesehen, vermutete aber, dass es bestimmt Ellies Chef ist. Sie befürchtete, Ellie würde Ärger bekommen, wenn ihr Chef mitbekommt, dass eine Freundin sie bei der Arbeit stört. Deshalb fuhr sie gleich wieder weg. Zuvor jedoch winkte der unbekannte Mann ihr zu und sie winkte dem vermeintlichen Chef zurück. Dann stieg er in sein Auto, einen beigefarbenen alten Ford Pickup, und fuhr ebenfalls weg.
Laurel sah sein Gesicht sehr deutlich, sodass sie es der Polizei gut genug beschreiben kann, damit diese eine Skizze anfertigen können. Es war keineswegs Ellies Chef, sondern ein unbekannter Mann. Aller Wahrscheinlichkeit nach Ellies Mörder. Mittels der Skizze und der Information, dass der Täter knapp 1,80 Meter groß, kräftig gebaut und vermutlich Mitte 30 ist, bittet die Polizei nun wiederum die Bevölkerung um Hinweise. In den nächsten Tagen häufen sich die Tipps. Jeder scheint jemanden zu kennen, der so aussieht wie der Mann auf dem Bild. Das ist nicht verwunderlich, denn die Zeichnung zeigt ein Aussehen, das in Leawood ziemlich häufig vertreten ist. So werden nun also auch viele unschuldige Männer verdächtigt und verhört, die meisten aber können der Polizei schnell klarmachen, dass sie nichts mit dem Mord zu tun haben. Besonders schwer trifft es einen Mann namens James Strader. Er sieht nicht nur so aus wie der gesuchte Mann, sondern fährt auch einen alten, beigefarbenen Ford Pickup. Die Ermittler glauben schon, dass sie den Täter gefunden haben, aber Strader beharrt vehement auf seine Unschuld. Zu seinem Glück hat er ein Alibi, das der genauen Überprüfung der Beamten standhält. So kommt Strader wieder auf freien Fuß und die Polizei ist genauso weit wie vorher. Mittlerweile sind einige Wochen seit dem Mord vergangen und endlich kommen die Ergebnisse der DNA-Untersuchung der Gegenstände, die die Ermittler aus dem Pumpenraum mitgenommen haben. Nun zeigt sich, dass es gut war, auch scheinbar unbedeutende Kleinigkeiten mitzunehmen, denn tatsächlich wurde ausschließlich an der Verschlusskappe der Salbentube fremde DNA gefunden. Die Frage bleibt aber, zu wem die DNA gehört. Die Beamten geben die DNA in die nationale Datenbank CODIS ein, in der Hoffnung, dass der Täter bereits gelistet ist. Doch ihre Hoffnungen werden zerschlagen. Es gibt keine Übereinstimmung. Während die Polizei weiter im Dunkeln tappt, kann Ellies Vater Roger nicht länger tatenlos zusehen. Er sitzt jeden Tag selbst auf der Polizeistation und sucht zusammen mit den Beamten nach Hinweisen. Die Ermittler sind beeindruckt, aber alle Bemühungen bleiben erfolglos. Inzwischen ist Ellies Fall sogar über die Fernsehshow America's Most Wanted in den ganzen USA bekannt geworden. Es gehen auch immer wieder Tipps ein, aber nichts davon ist eine heiße Spur. 1,5 Jahre vergehen auf diese Art. Dann gibt es eine unerwartete Wendung. James Strader, der vorübergehend der Hauptverdächtige war, kam nach intimen Übergriffen auf 3 Frauen ins Visier der Ermittler. Die Beweislage ist eindeutig und er wird verhaftet. Das hat an sich zwar noch nichts mit Ellies Fall zu tun, aber aufgrund dessen, dass Strader 3 Frauen angegriffen hat, vermuten die Ermittler, dass er doch Ellies Mörder sein könnte. Immerhin ähnelt er auch stark der Skizze und fährt das gleiche Auto wie der mutmaßliche Täter. Alles zusammen ist Grund genug für eine erneute Befragung. Strader leugnet wieder seine Schuld, aber diesmal haben die Beamten die Möglichkeit, einen DNA-Abgleich zu machen. Strader stimmt überraschenderweise bereitwillig zu. Danach überrascht es nicht mehr, dass seine DNA nicht mit der am Tatort gefundenen übereinstimmt. Jetzt steht also fast zweifelsfrei fest, dass Strader nicht Ellies Mörder ist. Genauso fest steht, dass die Ermittlungen wieder stillstehen. Ellies Vater will aber nicht aufgeben. Er nimmt die Ermittlungen selbst in die Hand. Erst bittet er das Fernsehen, die Episode von America's Most Wanted noch einmal auszustrahlen. Das tun sie, aber es nützt nichts. Als nächstes veröffentlicht Roger eine Anzeige in der Zeitung, in der er um Hilfe bittet und eine Belohnung für Hinweise ausschreibt. Anfangs bietet er 1.000 Dollar, dann erhöht er auf 25.000 Dollar. Als sich die Stadt Leawood anschließt, liegt die Belohnung sogar bei 50.000 Dollar. Auch das führte jedoch nicht zum Erfolg. Ellies Freund Phil hilft ebenfalls. Er versendet E-Mails mit der Skizze des Mörders an Kommilitonen und bittet sie darum, die Folge von America's Most Wanted anzusehen und die Augen und Ohren nach dem Täter offen zu halten. Nun hat Roger noch eine Idee. Er will das Bild des gesuchten Mannes auf Werbeschilder drucken lassen, die am Highway stehen. Dafür braucht er die Hilfe einer Werbefirma und die bekommt er tatsächlich. Wenig später kommt auf dem Highway keiner mehr dem Anblick von Ellies Mörder vorbei. Tatsächlich wendet sich nun endlich das Blatt. Unter den unzähligen Tipps, die jetzt eingehen, weisen 2 auf einen Mann namens Teddy Hoover hin. Er sieht genauso aus wie die Zeichnung, hat einen alten, beigefarbenen Ford Pickup und arbeitet als Schwimmbadtechniker. Die Ermittler statten dem 29-jährigen Mann einen Besuch ab und merken bei der Befragung, dass er sehr nervös ist. Sie denken zuerst aber, dass es einfach die normale Nervosität eines Menschen ist, der plötzlich die Polizei bei sich zu Hause hat. Sie fragen Hoover, wo er am 22. Juni 2002 war, wissen aber auch, dass es schwierig ist, sich nach 2 Jahren genau zu erinnern, was man an welchem Tag gemacht hat. Ihre Frage, ob er in dem Freibad in Leawood war, verneint er. Er behauptet sogar, dass er noch nie in diesem Schwimmbad war. Das kauft ihm die Polizei nicht ganz ab.
Sie bitten Hoover um eine DNA-Probe. Dieser weigert sich jedoch und will mit seinem Anwalt sprechen, was ihn in den Augen der Beamten nur noch verdächtiger macht. Nachdem Hoover mit seinem Anwalt gesprochen hat, erklärt dieser der Polizei, dass Hoover sich Sorgen mache, sein Blut könnte in einer Datenbank vermerkt sein. Die Ermittler versprechen daraufhin, seine DNA nicht in eine Datenbank einzugeben, sondern nur zu testen, ob sie mit der DNA am Tatort von Ellies Ermordung übereinstimmt. Gleichzeitig schauen sie aber auch andere Aufzeichnungen aus dem Fall durch. Dabei fällt ihnen auf, dass sich unter den Menschen, die sich direkt nach der Tat im Schwimmbad versammelt haben und befragt wurden, ein Mann namens Ted Hoover befand. Mit dieser Erkenntnis möchten die Beamten nun erst recht eine DNA-Probe von ihm haben, aber als sie ihn aufsuchen, ist er nicht da. Es sieht ganz danach aus, als hätte er sich aus dem Staub gemacht und niemand weiß, wo er steckt. Die Ermittler und Ellies Vater fürchten schon, dass die Spur wieder kalt wird, doch dann erhält die Polizei im August 2004 einen entscheidenden Anruf. Die Person am anderen Ende erzählt, dass Teddy Hoover in Wirklichkeit Benjamin Appleby heißt und mit seiner Freundin in Bentham, Connecticut lebt. Er ist sogar Polizei bekannt, denn er war in einige Raubüberfälle verwickelt und ist zudem als Exhibitionist aufgefallen. Nachdem sich die Behörden untereinander kurzgeschlossen haben, verhaftet die Polizei in Connecticut Benjamin Appleby sofort und nimmt mit behördlicher Anordnung eine DNA-Probe von ihm. Zur Befragung kommen auch die Ermittler aus Leawood. Hoover alias Appleby will ihn jedoch weismachen, dass er gar nicht der Mann sei, den sie zuvor befragt haben. Die Beamten lassen sich natürlich nicht hinters Licht führen. Sie möchten gern selbst von dem Mann hören, wer er ist und was er getan hat. Am liebsten möchten sie ein Geständnis von ihm bekommen, noch bevor das Ergebnis der DNA-Probe feststeht. Dafür schmieden sie einen Plan. Sie hängen im Verhörraum diverse Fotos auf, die einerseits den Tatort von Ellies Ermordung und andererseits Appleby als Person zeigen. Sie hoffen, dass er so denkt, die Polizei wüsste mehr über ihn, als sie es wirklich tun. Und es funktioniert. Kaum hat Appleby den Raum betreten, bricht er weinend zusammen und stammelt: "Ich habe sie umgebracht. Ich habe sie erwürgt. Glaube ich. Und ich weiß nicht, warum ich das verdammt nochmal getan habe." Als er sich etwas gefasst hat, erzählt er, was am Tatnachmittag passiert ist. Er kam ins Schwimmbad, um dort Wartungsarbeiten durchzuführen. Hier begegnete er Ellie und versuchte mit ihr zu flirten. Sie wies ihn jedoch ab und als er sie gegen ihren Willen anfasste, schubste sie ihn weg. In dem Moment ist bei Appleby eine Sicherung rausgeflogen. So berichtet er zumindest. Er hatte sich nicht mehr unter Kontrolle, tobte vor Wut und schlug wie wild auf Ellie ein. Sie versuchte sich zu wehren und das machte ihn noch wütender. Völlig in Rage würgte er sie, so fest er konnte, bis sie sich nicht mehr bewegte. Zugleich schaffte er es jedoch, einen Plan zu entwickeln, wie er das von ihr bekommt, was er eigentlich will. Nachdem sie durch den Angriff bewusstlos geworden war, wollte er sich an ihr vergehen. Deswegen griff er auch zu der Salbentube im Erste-Hilfe-Kasten und schraubte bereits den Verschluss ab. Er plante, die Salbe als Gleitmittel zu benutzen. Bevor er jedoch seinen grausamen Plan in die Tat umsetzen konnte, hörte er das laute Hupen von draußen, das Ellies Freundin Laurel veranstaltete, um sich mit Ellie einen Spaß zu erlauben. Immerhin bewahrte sie Ellie auf diese Art vor dem Übergriff, denn Appleby war durch das Hupen so erschrocken, dass er Ellie nur noch schnell in eine Plane einwickelte und dann schleunigst das Gebäude verließ. Gespielt freundlich ging er an Laurel vorbei und verschwand im Nichts, bis er nun, über 2 Jahre nach seiner grausamen Tat, gefasst wurde. Ein paar Tage später kommt auch der DNA-Beweis. Die Probe von Appleby stimmt mit der vom Tatort überein. Appleby scheint sich seiner Schuld bewusst zu sein und sagt, er wolle Ellies Familie durch sein Geständnis vor einem nervenaufreibenden Gerichtsprozess bewahren. Kurz darauf überlegte er es sich allerdings anders. Er behauptet plötzlich, unschuldig zu sein und wirft den Ermittlern vor, sie hätten sein Geständnis erzwungen, indem sie seine Familie bedroht hätten. Diese Darstellung wird durch seinen Anwalt ein wenig abgeschwächt. Dieser sagt, Appleby würde gestehen, Ellie umgebracht zu haben, nicht aber den Tathergang und das niederträchtige Motiv. Auch, dass es ein Mord war, streitet er ab. Stattdessen behauptet er, Ellies Tod sei einfach irgendwie passiert. Damit geben sich die Ermittler natürlich nicht zufrieden, genauso wenig wie Ellies Familie. Im Prozess kommen weitere Ermittlungsergebnisse zum Tragen. Appleby wurde beobachtet, wie er vor der Tat eine Zeit lang auf dem Gelände herumschlich und die Gerichtsmedizin kam zu dem Schluss, dass es etwa 10 Minuten gedauert haben muss, Ellie zu erwürgen. Das kippt die Behauptung der Verteidigung, der Mord sei ein Unfall gewesen und zeigt, dass die Tat geplant ausgeführt wurde. Appleby wird wegen vorsätzlichen Mordes zu 50 Jahren Haft verurteilt.
Auch wenn das bedeutet, dass er bis zum Alter von etwa 80 Jahren im Gefängnis sitzen wird, ist das für Ellies Angehörige ein schwacher Trost angesichts des Verlusts ihrer Tochter, Schwester und Freundin. Ihr Vater Roger hat jedoch noch eine weitere gute Idee. Er ruft im Andenken von Ellie die Take Defense, The Ellie Camp Educational Foundation ins Leben, eine Stiftung, die Selbstverteidigungskurse für Mädchen und Frauen anbietet. Er möchte so zumindest etwas dazu beitragen, dass sich Ellies grausame Geschichte nicht wiederholt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du mir das gerne mit einem Daumen nach oben zeigen und deine Gedanken zu dem Fall in den Kommentaren teilen. Schau auch mal in die Videobeschreibung, dort findest du eine Playlist mit anderen spannenden Fällen. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Video.